Ja, Axel Köster, ich bin bei IBM Cheftechnologe für Speichersysteme und Speicherarchitekturen, alles was ringsherum so dazu gehört. Top 1 in der Storage-Welt ist, Speicher wird billiger, aber der Zugriff auf den Speicher, der wird noch nicht billiger. Flash Memory ist ganz stark im Kommen, verdrängt die Platte von oben nach unten, erst die schnellen, dann die etwas langsameren und letztendlich wahrscheinlich auch die langsamen. Wir versuchen an der Stelle umfangreich den Weg zu den Daten zu verkürzen. Das heißt also nicht mehr Flash Memory als Platte einzusetzen. Flash Memory wird in Zukunft als Speichererweiterung eingesetzt. Wahlweise mit Netzwerk. Da sind dann so Protokolle wie KPI oder NVMe im Einsatz. Oder wahlweise als lokalen Speicher, der so tut, als sei er RAM. Und das ist dann EX-Flash, um das dann nicht als temporären Speicher zu verwenden, braucht man noch eine Software, die das dann netzwerkfähig macht. Darum, das wäre zum Beispiel GPFS, General Parallel File System. Trend 2, Speicher in Software. Das heißt, die Vernetzwerkung von lokalen Ressourcen in den PCs, die wird in den Rechenzentren einen ganz starken Ost-West-Datenverkehr bedingen. Ost-West, das heißt, die Server reden miteinander und nicht mehr unbedingt mit den Klienten oder mit den Speichersystemen unten drunter. Das wäre so Nord-Süd. Google macht das umfangreich, Yahoo und Co., aber auch unser Software-Rechenzentrumsmodell macht das umfangreich. Das wird definitiv Schule machen. Sehr einfach, sehr standardisiert. Herausforderung ist da vielleicht, dass die Applikationen, die darauf laufen, lange Laufzeit der Signale durchaus passend reagieren müssen. Das heißt, wenn man da Finanzapplikationen drauf laufen lassen, dann werden die vermutlich entweder über InfiniBand-Netzwerke oder weiterhin über klassische Fiber Channel SANs laufen, eben kurze Laufzeiten. Das schafft Gigabit Ethernet, aber auch 10 Gigabit Ethernet heute nicht. Trend 3, Standardisierung nicht mehr durch Gremien, sondern durch Communities, zum Beispiel Open Power oder OpenSec. Die Trends werden nicht mehr in einer Diskussion zwischen Industriekonsortien und am Ende dann einem Standardisierungsgremium geführt, sondern die Standardisierung erfolgt quasi so generisch durch Mitarbeit an einem offenen Projekt, durch Schreiben von Treibern für neue Funktionen. Und was am besten akzeptiert wird in der Community, sprich auch von den Anwendern, das wird dann nachher eingesetzt. Das ist aber viel stärker das generische Prinzip als das standardisierende Prinzip, das wir früher hatten. Ja, Linux war eigentlich so das erste große Projekt, sag ich mal, der erste große Versuch, etwas genau auf diese Art und Weise zu machen. Da sah man dann den Industrieplayer Microsoft gegenüber dem Gemeinschaftsprojekt Linux. Da haben wir uns stark engagiert und es hat sich ausgezahlt. Und genau dasselbe machen wir jetzt wiederum mit dem Open Power für Prozessorarchitekturen, aber auch OpenStack für Ressourcenmanagement im großen Stil im Netzwerk. Und egal, ob wir da über Netzwerkressource, CPU-Ressource oder Speicherressource sprechen.